So, dann wollen wir mal fleißig das Spiel weiterlaufen lassen, damit die Fallen hier auch aufgestellt werden können. Ah, das Goblin runterschmeißen dauert dann wohl noch eine Weile und hier sind immer noch diese kleinen komischen Peregrim-Küken. Also die trainierten Peregrim-Küken. Nee, das ist nur ein Chick, also ein Hühnchen. Und ein Pferdefohlen. Die Tür da ist bestimmt so gestellt, dass keine Tiere durch könnten. Okay. Ja, die müssen auch nicht unbedingt durch. Das ist soweit okay. Wie schaut es allgemein bei den Tieren aus? Ups. Animals. Jede Menge Sachen sind zum Schlachten vorbereitet. Aber da müssen wir wahrscheinlich einfach nur das Spiel mal wirklich in Ruhe laufen lassen. Denn wir haben, glaube ich, auch nur ein, zwei Leute, die fürs Schlachten zuständig sind. Und die sind auch gleichzeitig fürs Essen, Kochen und Brauen zuständig. Was wir ja auch gerade erst in Auftrag gegeben haben. Und das sieht doch gleich viel besser aus. Also das Stockpile hier war ja vor kurzem noch tierisch vollgemüllt mit allen möglichen verschiedenen Fleischsorten. Das wird jetzt auch schon alles in die neue Pötte sortiert, die wir auch in Auftrag gegeben hatten. Und unser Koch müsste eigentlich durchgehend am Kochen sein. Da ist er doch. Ah, wir haben nur noch einen Koch. Das ist nicht so gut. Aber das kriegt er schon hin. Wir sind hier nicht mehr ganz so viele Zwerge. Obwohl, mit der Migrantenwelle, wie viele Zwerge sind wir jetzt? 54. Ich glaube, wir waren mal bei 84 oder so. Aber das kriegen wir auch noch hin. Apropos, das kriegen wir auch noch hin. Was müssen wir jetzt noch alles so erledigen, damit... Ach du gute Güte. Unser Knochenhaufen. Okay, was ich gerade sagen wollte, was müssen wir jetzt noch erledigen, damit unser Fort attraktiver wird und vor allem auch produktiver? Wir brauchen auf jeden Fall neue Waffen, neue Rüstung für unsere Miliz. Da fehlt uns die Kohle. Langfristig, glaube ich. Denn wir müssen erstmal die ganzen Silbersachen einschmelzen. Dafür brauchen wir Kohle. Brauchen wir wieder Kohle, um die neuen Sachen zu schmieden und so weiter und so weiter. Also denke ich mal, heben wir noch so einen angehenden Pilzwald aus. Auch wenn sich die ersten noch nicht mehr rentiert haben. Ah, doch, da. Eins, zwei, drei Pilze. Nach wie viel Folgen? 10, 15? Aber gut, man muss langfristig denken bei diesem Spiel auf jeden Fall. Das heißt, wir suchen uns jetzt mal die Eckpunkte wieder raus. Das ist hier oben. Und dann 1, 2, 3 mal nach unten. Hier geht das nicht so wirklich. Wir können zweimal nach unten. Na, das soll auch reichen. So. Und dann hatten wir noch die Stützpfeiler. Da brauchen wir die Stützpfeiler hier nicht. Dann nehmen wir nur die. Dann machen wir jetzt einfach X. 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 So. Treppe bräuchten wir auch noch. Die alte Treppe war hier. Das können wir jetzt nicht benutzen. Ich guck mal ganz kurz, wo die jetzt hinführt. Die wird wahrscheinlich mitten in die Schlafgemächer rein. Ja, genau. Hier wird die reinführen. Ah, das ist nicht so gut. Also wieder nach oben. Das heißt, wir müssten. Wir können einfach wohl den Schlafgemächern einen Zugang dazu bauen, oder? Spricht irgendwas dagegen? Können von oben was reinfliegen? Nein. Na gut, dann gibt es halt hier einen Zugang zu dem kleinen Pilzwald. Ist ja auch nicht schlecht. Dann können Sie nach dem Aufstehen erstmal einen kleinen Spaziergang machen. Groß genug dürfte das ja sein. Ich meine, wenn man das in Relation sieht, ein so ein Feld ist einmal ein Meter. Dann wären das hier 20, 30 Meter mal 20 Meter. Ist schon okay. Und vor allem auch über 4 Etagen. Ein Wald über 4 Etagen, auch ein komischer Gedanke. Aber naja. Oh, was war das gerade für eine Nachricht? Wir können immer noch die Sachen einbunkern in dem Tomb. Ich guck mal ganz kurz auf die Liste der Einheiten, die noch so hier rumschwirren an Gegnern. Wir haben einen Pangolin, der ist aber schon seit Ewigkeiten da. Wir haben den Schwamm. Sonst sehe ich nichts Gefährliches. Das heißt, wir machen jetzt ganz kurz. Ist das jetzt der Alarm, der das verhindert, oder hatten wir da die Mauer gesetzt? Oder Tür geschlossen. Gehen wir mal durch. Alarm ist an. Den machen wir mal kurz aus. Zoomen dann hier runter in unser Höhlensystem. Und es wird wahrscheinlich um ihn hier gehen, also die Leiche und die Teile, die noch so rumliegen. Und die Mauer wurde wieder abgebrochen. Ja, na gut.
Die Nachricht merken wir uns jetzt mal. Also diese gelbe Nachricht. Das heißt, wir lassen das Spiel einfach so ein, zwei Minuten lang weiterlaufen und gucken, ob dann in der Zwischenzeit neue Nachrichten eingetrudelt sind, von wegen, wir können die Körper nicht erreichen und die Körperteile. Und wenn da keine Nachricht kommt, hat sich erledigt. Da kommt schon der erste Zwerg an. Sehr schön. Hat aber anscheinend nur irgendeine Kleinigkeit mitgenommen und haut wieder ab. Und haut auch über den kompliziertesten Weg überhaupt ab. Der geht jetzt nämlich nach oben, obwohl oben doch eigentlich abgeschlossen sein müsste. Oder haben wir das Ding noch gar nicht gesetzt? Nein, haben wir noch nicht gesetzt. Eigentlich sollte hier so eine Falltür drüber liegen, die abgeschlossen ist. Aber ich glaube, das letzte Mal, als wir die setzen wollten, da war ja so ein kleiner Zwischenfall, von dem noch diese roten Überreste stammen. Oh, ein Mandat und eine menschliche Karawane. Und ihre Wagen sind nicht hierhin vorgedrungen, weil sie nicht zu unserem Depot konnten. Das heißt, die schicken jetzt nur die Esel und Mule und was es dann auch so alles gibt an Packtieren. Und die werden jetzt wahrscheinlich wie die Elfen auch unten durch unseren Goblin-Runterschmeißgang kommen. Weil unser Fort ja immer noch nicht sicher ist. Wollen wir die jetzt auch kommen lassen? Spricht ja eigentlich nichts dagegen. Außer, dass mit denen meistens auch gleich Goblins kommen. Ja, nee. Lieber vorsichtig sein, als jetzt noch irgendeinen Fehler machen. Also, Alarm wieder an. Inside. Wir haben jetzt wahrscheinlich nur einen von 10 Körperteilen eingesammelt. Und das gibt bestimmt wieder einen Geist. Aber jetzt wissen wir ja, wie wir einigermaßen damit umgehen können. Also wie wir diese Memorial Slabs oder wie auch immer die heißen, aufbauen können. Also, die kommen jetzt alle wieder rein. Lassen die Leiche unten liegen. Dann gehen wir jetzt runter zu unserem Goblin-Runterwurfschacht. Der ja hier sein müsste. So, und da kommen die schon mit den Körperteilen. Wir haben hier die Käfigfallen schon aufgestellt, das ist gut. Die Waffenfalle ist noch nicht so weit. Hier laufen sie jetzt alle rein, das heißt, hier kommt auch die Menschenkarawane durch. Es könnten auch die Goblins durchkommen, aber dann hätten wir zum einen die menschlichen Wachen, die uns beschützen würden, und die ganzen Käfigfallen. Zwerge dürften demnächst ja keine mehr hier unten sein. Auch wenn das irgendwie tierisch viele sind. Na gut, jetzt dürften keine Zwerge mehr hier unten sein. Was zur Hölle macht ihr alle hier? Haulergift grün. Was haulerst du denn? Inventar. Du haulerst eine Kiste mit Finished Goods. Ach so, das werden irgendwelche Kleidungsstücke von dem Toten gewesen sein. Na gut. Ich hoffe einfach mal, dass Giftgrün jetzt der letzte Zwerg war. Oh, ich habe ganz vergessen, wir fluten ja nebenbei noch ein Höhlensystem. Und ich wette, der Haufen Lehm ist immer noch da. Natürlich. Aber das Wasser ist auch nur 6 von 7. Es müsste bestimmt auf 4 oder so runter, bis sich da irgendwas bewegt. Das haben wir also auch noch nicht gelöst. Und ich denke mal, durch diese Flutung würde ich auch nur bewirken, dass wir weniger Wasser auf der Karte haben und nicht wirklich irgendeine Bewegung. Naja, also werden wir wahrscheinlich irgendwann einen zweiten Schacht buddeln müssen und dann vorher gucken, wo er durchstößt. Um das Ganze dann ein wenig professioneller aufzuziehen. Auch wenn ich es echt nicht mag, irgendwo Schächte zu buddeln, die keinen Sinn mehr haben. Also eventuell machen wir noch einen zweiten Goblin-Runterschmeißturm draus oder irgendwas in der Richtung. Das sieht mich einfach doof aus sonst. So, können wir hier überhaupt die Pilze anpflanzen, in Anführungszeichen? Ja, der Boden ist aus Lehm. Gut. Also, die Karawane ist auf dem Weg. Das heißt, wir sollten auch schon ein bisschen was hier vorbereiten. Gerugon wird verlangt und wir hätten gerne unsere ganzen Kinkerlitzchen. Crafts. Ganz viele Craftskisten. Und da es Menschen sind, müssen wir auch nicht großartig aufpassen nachher, was wir vertickern und was nicht. So, das müsste doch reichen. Haben die letzten Arbeitslosen auch noch was zu tun, alles dahin zu schaffen. Schön. Und wir haben immer noch recht viele Waffenständer und Rüstungsständer. Die könnten wir auch noch irgendwo aufstellen.
Also die Miliz hat ja die sie brauchen. Aber wir können die noch hier in die Räume verteilen. Das sollten wir bei Zeiten übrigens sowieso machen. Unsere neue Miliz hier einquartieren. Die ganzen Namen raussuchen, hier löschen und so weiter und so fort. Und die Kabinetts. Ich sehe gerade, hier sind auch sehr viele Räume, wo die Kleidungsstücke total verwuselt auf dem Boden rumliegen. Da müssen überall noch Kleiderstände rein. Oder Kleiderschränke, wie auch immer Kabinetts übersetzt werden. Und jetzt haben wir die Fehlermeldungen. Aber die waren zu erwarten. Sonst ist da nichts bei. Nö. Gut. Schaue ich mal kurz runter. Wo bleibt die Karawane? Wo ist unser Weg nach oben? Ich glaube, der war hier irgendwo. Na nü. Oh, da breitet sich Miasma aus. Das wird wahrscheinlich einer unserer Leichen sein. Bin ich jetzt ganz beschuldigt? Wo ist unser Weg nach oben? Ah, hier. Ja, genau, da kommen sie doch an. Ganz langsam. Aber sie haben 1, 2, 3 Wachen mindestens dabei. 4 ist schon mal okay. Und wir können ja einfach hinter denen die Tür hier abschließen. Obwohl, was bringt uns das? Dadurch halten wir die Goblins nur kurzfristig auf. Die schlagen irgendwann die Tür ein oder sie lauern vor der Tür so lange rum, bis die Karawane wieder rausgeht und haut den eventuellen Händler tot. Das wäre ja auch nicht gut. Nee, Türen lassen wir offen. Falls Goblins kommen, tappen sie ja eh in die Käfigfallen rein. Das ist soweit schon in Ordnung. Und oh, die Waffenfalle, da sieht doch fast fertig aus. Die ist sogar fertig. Schön, schön. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich, während wir da oben um unsere Güter handeln, nebenbei ein paar Goblins runterschmeißen. Das gebe ich doch glatt mal in Auftrag. So, da. Shift, P. Und wir hätten gerne Goblin Nummer 1, Goblin Nummer. Nee, ich schmeiße sie nur einzeln runter. So, also der untere Goblin Smunsto wird jetzt runtergeschmissen. Und wir schließen aber jetzt hier die Tür zu. Das heißt, falls Goblins reinkommen sollten von außerhalb, tappen sie eh hier in die Fallen. Das heißt, die würden dann genauso wie der Goblin, der jetzt runtergeschmissen wird, falls er überlebt, auch vor dieser Tür hängen. Und uns ein bisschen Zeit geben, die Miliz zu mobilisieren. So, warten wir jetzt, dass der Goblin runterplumpst oder machen wir währenddessen was anderes? Ich denke, wir gehen hoch und bereiten uns schon auf den Handel vor. Denn die Händler sind auch schon da. Sehr schön. Wir wollen ja nicht, dass Geron gleich wieder schlafen anfängt oder trinken anfängt oder sonst irgendwas. Aber die Händler brauchen noch. Oh, das Mandat habe ich ganz vergessen. Und der Captain of the Guard, der keinen Namen hat, verlangt einen Raum. Ja, das ist nachzuvollziehen. Aber erstmal wollen wir ganz kurz 3 Crossbows herstellen. Wir hätten gerne Wooden Crossbow 3. So, Pause. Wo sind die adligen Räume? Die müssten hier kommen. Oben war Gerogon und unten ist das Zimmer, das andauernd wieder die Besitzer wechselt. Es gehörte bis vor kurzem noch Pankolos. Der war ja unser Captain of the Guard. Jetzt ist es anscheinend jemand anders. Können wir das manuell ändern? Captain of the Guard, replace. Wo ist Pankolos? Da. Also, okay. Pankolos ist wieder der Anführer der Miliz. Warum auch immer er es zwischenzeitlich nicht war. Aber so haben wir das neu designieren wenigstens uns erspart. So, können wir jetzt Handel treiben? Nein, können wir nicht. Ja, wehe, jetzt hängt wieder irgendwo ein Esel fest. Und braucht 3 Folgen, bis er hier ankommt, und währenddessen werden alle verrückt. Das könnte ich echt nicht gebrauchen. Aber na gut. So. Bisher haben wir keine Goblins gesichtet. Ich bin versucht, jetzt den Alarm wieder aufzuheben, damit die letzten Körperteile eingesammelt werden. Aber das ist wahrscheinlich genau das Falsche. Der Goblin wurde auch noch nicht runtergeschmissen. Aber das kann gut sein, weil die ganzen Hauler ja damit beschäftigt sind, die ganzen Waren zu den Händlern zu bringen. Ja, das wird sein.
Oh, warte mal. Die Käfigfallen da hinten sehen so aus, als hätten sie noch keinen Käfig. Das ändern wir doch mal ganz kurz. Wir hätten gerne Wooden Cage. 10 Stück. Wenn wir noch genug Holz dafür haben. Das können wir auch noch mal kurz nachgucken, wie unsere Holzvorräte aussehen, jetzt nachdem ich so viel Kohle in Auftrag gegeben habe. Oh, 5 Stück Holz. Ja, wir brauchen definitiv mehr Pilzfarmen. Viel, viel, viel mehr Pilzfarmen. Aber gut, machen wir jetzt einen kleinen Cut. In der nächsten Folge wird ein Handel mit den Menschen getrieben, in der Hoffnung, dass die Holz, Kohle, Stahl und Silber dabei haben. Aber das ist relativ unwahrscheinlich. Na gut, wir sehen uns gleich wieder.